Hi Lilians-Fans, wir sind hier gerade vom Medienbereich. Heute ist Girls and Boys Day. Das alles dient zur Berufsorientierung und wir crashen jetzt die PK von Michael Stegmaier. Auf geht's! Hier ist der PK-Raum, wir sitzen schon drin, jetzt werden wir reingehen. Herzlich willkommen zu einer besonderen Pressekonferenz anlässlich des Girls and Boys Days, der ja heute stattfindet. Neben mir unser Teammanager Michael Stegmaier. Wer hat sich da verlaufen? Was machst du hier? Ich würde auch ein paar Fragen gestellt bekommen. Willkommen, Emil Karic. Hi. Eine Frage an euch beide. Hattet ihr ein Vorbild als Kind? Stegmaier war mein Vorbild. Nee, Spaß beiseite jetzt. Ich war früher Stürmer auch. Bin ich natürlich Verteidiger, aber früher als Stürmer war Ronaldo immer mein Vorbild. Aber der dicke Ronaldo, nicht Cristiano Ronaldo. Was sind Ihre Hobbys? Ich allgemein viel Sport treiben, einfach fit zu bleiben. Eko, hast du auch Hobbys? Fußball spielen. Emil, wenn Sie eine Anfrage von Real Madrid bekommen, ja, würden Sie... Hattet ihr beide gute Noten in der Schule? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ich hatte Abischnitt 1,2, also war schon sehr, sehr gut. Meine Mutter hat sehr viel Wert auf Schule gelegt, deswegen habe ich da auch richtig durchgezogen. Ich hatte sehr lange sehr gute Noten, dann zum Abitur hin wurden sie leider nicht mehr ganz so gut, aber ich habe mein Abitur geschafft und ich glaube, das ist sehr wichtig. Welche Tipps würdet ihr beide Kindern und Jugendlichen geben, die auch Fußballprofi werden wollen? Ich finde, Geduld und Ehrgeiz ist sehr, sehr wichtig und Durchhaltevermögen. Ganz, ganz wichtig ist einfach, die Schule muss an erster Stelle stehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn danach der Sport dann kommt, dann wirklich alles, alles dafür zu tun, ehrgeizig zu sein, sich verbessern zu wollen und den Glauben nie daran zu verlieren. Was ist eure Lieblingssüßigkeit? Cheetos. Ich hab zwei. Amicelli und Jogurette. Und wenn du mir da jetzt hier eine Packung hinstellen würdest, dann wäre die sofort leer. Ich wollte fragen, mit wem verstehst du sie sich am meisten aus der Mannschaft? Kannst auch du zu mir sagen, alles gut. Mit wem verstehst du dich am meisten aus der Mannschaft? Ich muss ehrlich sagen, in der Mannschaft einen herauszupicken ist schon sehr, sehr schwierig, weil ich habe so einen Zusammenhalt in anderen Clubs, wo ich jetzt bis jetzt war, oder auch in meiner Jugendzeit, wo ich gespielt habe, wirklich noch nie gespürt. Schon etwas Besonderes hier, muss ich sagen. Aber ich will jetzt einfach mal frech sein und meinen österreichischen Kollegen Honsack da rausheben ein bisschen. Wenn Sie sich für 1 Million die Haare färben müssen, in welche Neon-Ton dann? Neongelb. Ja. Ja. So. Neongelb. Können Sie sich gegenseitig mit 3 Emojis beschreiben? Emoji 1 ist der hier. Der lachende Smiley, weil ich mit Echo auch immer sehr, sehr viel lachen kann. Also wirklich der mit Tränen an beiden Seiten. Also weil ich mich wirklich teilweise mit ihm, weil ich sehr, sehr viel mit ihm lachen kann. Und dann natürlich der mit der Sonnenbrille, weil der einfach zu ihm passt. Weil ich cool bin, ne? Ja. Gut. Der Sticky. Kennt ihr den mit einem Anzug? Den Emoji? Ja. Ja. Sehr, sehr, sehr formeller Typ. Dann den mit den Herzaugen, weil wenn ich ihn sehe, dann freue ich mich jedes Mal. Ist auch ein Augenschmaus mit lang. Und den Lachsmiley auf jeden Fall. Emil, hättest du gerne eine andere Rückennummer? Nee, es ist genau die Rückennummer, die ich wollte und die war Gott sei Dank frei, weil Serdar den Verein verlassen hat. Das ist meine Rückennummer seit 6, 7 Jahren jetzt und ich hoffe auch, dass ich sie immer behalten kann. Solange ich Teammanager bin, behältst du die Rücknummer bei uns, Echo. Dann sorge ich euch dafür, dass du hier bleibst. Hat es Ihnen gerade gefallen? Ich muss sagen, mir hat es sehr gefallen. Ich habe nicht mit so vielen Fragen gerechnet, deswegen sehr, sehr cool, hat wirklich viel Spaß gemacht. Waren auch sehr viele interessante Fragen dabei, wo ich selber jetzt nicht damit gerechnet hätte, dass die kommen. Also von daher habt ihr auch sehr gut gemacht, habt sehr gute Fragen gestellt, wart sehr, sehr gute Journalisten und habt uns auch ein bisschen gelöchert, glaube ich. Von daher habt ihr gemerkt, ab und zu muss man dann schon drüber nachdenken, weil die Fragen nicht ganz so einfach zu beantworten waren, aber nee, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Okay. Okay.